Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Im letzten Part haben wir die nächste Prüfung bestanden, indem wir das Herrscher-Pokémon Lusardin hier besiegt haben, das schon einiges auf dem Kasten hatte in seiner Schwarmform, muss man zugeben. Aber dennoch hat unser Akku ziemlich ordentlich damit aufgeräumt, also so große Probleme hatten wir auch wieder nicht. Und jetzt will ich mich doch ganz gerne in diesem Part hier ein bisschen weiter umgucken. Ich hätte auch schon zum Pokémon Center zurückgeschickt werden können. Ich will mich noch hier ein bisschen weiter umschauen eben. Ich pack mal kurz Krabox nach vorne. Ich sollte Krabox übrigens auch mal ganz kurz schnell heilen. Ein normaler Trank reicht noch mal kurz. So, okay. Dass ich den noch ein bisschen mehr trainieren kann, weil Akkub hat ja schon 21 und Mykek schon 22 und Coil und Krabox eben erst 19. Deswegen die beiden dürfen da jetzt noch ein bisschen mehr machen. So, kann ich denn hier im Wasser noch irgendwo was Interessantes entdecken? Ich kann jetzt auch irgendwo immer an bestimmten Stellen angeln. Hier nämlich zum Beispiel. Das will ich mal kurz machen. Warte mal kurz, Moment. Es beißt nichts an. Okay, jetzt habe ich Pech gehabt. Weil da, ich weiß, ich brauche... obwohl, ich brauche dafür erst einen Köder, glaube ich, oder? Ah, ne, okay, es geht auch so. Okay, alles klar. Ich dachte, ich brauche erst einen Köder, aber ich habe offenbar schon einen. Dann passt alles. Denn beim Angeln kann man meistens andere Pokémon entdecken als... eigentlich... hier ist wieder ein Loser, dann okay. Als halt welche, die eigentlich so im Wasser rumschwimmen quasi. Deswegen ab und zu angeln kann da, glaube ich, auch nicht ganz schaden auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall Lusardin. Ja, einfach mal fulminante Faustschläge, würde ich sagen. So, zack. Wir sind auch schneller. Und da es immerhin normal effektiv ist... und es halt eine Z-Attacke ist, mit auch noch Step und sowas, dürfte es, glaube ich, ausreichen, würde ich mal schätzen. Wir schauen mal. Fulminante Faustschläge. Yay! Und es reicht aus. Ich bekomme einfach nicht genug von dieser Animation. Es wäre zwar trotzdem ganz schön, wenn es eine Option gäbe... das zu überspringen, muss ich zugeben, aber dennoch ist ganz schön. Okay. Und Level 20. Dududum. Sehr gut, okay. Alles klar. So, ich will vielleicht mal... kann ich eigentlich an... okay, ich kann an einer Stelle sogar mehrmals angeln. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich werde vielleicht an jeder Stelle vielleicht einmal angeln. Ja, ich werde an jeder nicht, aber ich werde jetzt mal hier auch noch kurz angeln. Ob ich hier was finden kann. Ja, kann ich. Mal kurz gucken, was wir hier so entdecken können. Vielleicht ja ein komplett neues, das wir noch gar nicht gesehen haben bisher. Ja. Hallo Carpador. Na, wie geht's? Ach man, ein Carpador. Aber ich kann es trotzdem fangen. Das kann ich mal machen, weil ich hab's noch nicht bisher. Wie kann ich denn dich nicht töten? Mit. Ich mach sogar mal Siedewasser. Weil Carpador ist halt schon sehr, sehr schwach. Ich mach mal Siedewasser. So. Wie viel Schaden macht das? Nicht viel, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, sogar auch. Aber ist eigentlich der perfekte Schaden, den ich jetzt machen konnte. Ohne einen Platscher, die beste Attacke im Spiel. Was soll ich nur tun? Carpador ruft Hilfe. Noch ein weiteres Carpador. Wahrscheinlich. Oder? Ja. Ohne eine Armee von Carpadors. Carpadoren. Was soll ich nur tun? Ja, ja. Auf jeden Fall, ich mache nochmal Siedewasser. Erstmal auf den rechten noch. Dass ich den dann in den roten Bereich bringe. So. Dürfte eigentlich genau passen. Perfekt. Ist auch nicht verbrannt, was ich ganz gut finde. Bei Verbrennung wäre es sogar schlecht gewesen. Tatsächlich. Platscher, oh nein. Und Platscher, oh nein. Verbrennung wäre schlecht gewesen, weil das Ding dann halt abgekratzt wäre. Sondern den linken, den töte ich halt einfach mit Verfolgung. Oder nee, nicht Verfolgung, Quatsch. Mit Kampf ist ja auch normal. Mit Durchbruch, aber ich werde jetzt keine Z-Attacke machen, weil normaler Durchbruch reicht locker aus gegen das Ding. Ja, okay. Sehr gut. So. Dann wieder mal, oh mein Gott, der OP-Platscher. Was soll ich nur tun? Keine Verstärkung, sehr gut. Dann benutze ich einen Tauchball, die im Wasser leben. Ja gut, ich meine, ich habe es ja durchs Angeln gefangen. Deswegen, das dürfte funktionieren. Also ich glaube, ein Tauchball funktioniert jetzt quasi nicht, wenn ich halt ein Pokémon im hohen Gras finde, das aber halt vom Typ Wasser ist. Es funktioniert halt nur, wenn ich halt gerade mich im Wasser befinde. Und dann halt eines finde, wie jetzt eben hier Carpador. Aber ich schätze mal, das ist wahrscheinlich sowohl beim Angeln als auch ganz normal, wenn ich jetzt einfach durch die Gegend schwimme halt mit Labras, dass beides klappen dürfte. Oder? Dass dann auch ich dadurch eben die Fangrate erhöhen kann. Ich schätze mal schon. Okay. So, Carpador, das beste Pokémon ever. Aber man muss halt zugeben, die Entwicklung ist natürlich dann, Gyarados ist sehr stark, das ist klar, ne? Da es immer nur leichtsinnig herumplanscht, ist es leichte Beute für hungrige Pokémon. Für viele ist es daher ein Lebensretter. Ach ja, so, nein, kein Spitzname und nicht ins Team, du bist nur eine Schande, deswegen in den PC. Ach ja, so. Okay, alles klar. Dann hier noch kurz weiter umgucken, kann ich hier an den Rändern noch irgendwas finden, vielleicht? Ja, offenbar nicht mehr.
Einfach ein großes Wasserareal, wo aber nichts mehr ist ansonsten. Okay, ja gut. Dann werde ich es mal auch hier nicht mehr fangen, das passt schon. Kann ich eigentlich, wenn ich mit dir rede, mich doch zurückwarpen, wenn ich will? Ich kann mich sogar zurückwarpen. Kann ich sogar eigentlich echt machen, weil ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen. Hier in dieser, hier beim Plätscherhügel oder wie er heißt. Deswegen, ich glaube, ich lasse mich echt dann hier zurückbringen. Ich habe halt immer noch kein Arakwa gefangen, oder wie es heißt. Das würde ich eigentlich schon noch ganz gerne machen. Aber wenn ich jetzt, das ist schon in Ordnung, passt schon. Ich gehe einfach hier, passt schon. Ich meine, es wäre ganz schön gewesen, noch dieses Arakwa da zu fangen, dieses auch neue Pokémon da. Aber ich werde es eh nicht ins Team nehmen, deswegen so schlimm ist es auch nicht. Als nächstes steht die Kiawes-Prüfung bevor. Sie wird im Vela Vulkanpark abgehalten. Okay, von Wasser zu Vulkan. Ach noch was, hast du den Mogelbaum bei der Ohana-Farm gesehen? Die kleinen Racker waren umgezogen, also habe ich mein Aquium Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase dein Aquium Z zückst? Okay, ich habe schon eine Idee dann. Na gut. Aber erstmal kurz heilen auf jeden Fall. Wenn er mich schon freundlicherweise hier direkt zum Pokémon Center zurückgebracht hat. So. Bitte ganz schnell heilen. Jap. So, vielen Dank. So, sehr gut. Okay. So, dann werde ich wahrscheinlich dann da jetzt weitermachen müssen bei dem Mogelbaum. Ich habe mich ja schon gefragt, wo es dann eigentlich weitergehen soll. Aber eben bei dem Mogelbaum dann, weil ich da jetzt dann eben gleich durch kann. Ich gehe mal den Weg hier so entlang. Okay. Weil ich da jetzt dann eben gleich durch kann bei denen. Hier war ich ja schon überall, ne? Obwohl ich meine, das Blöde ist, hier oben war ich immer noch nicht. Aber da muss ich offenbar von oben rumkommen, weil ich will mal kurz die Karte angucken. Hier von Akala. Ich komme dann quasi. Ja, ist noch ziemlich groß. Hier ist eine ewig lange Straße oder so. Ich bin dann hier, also hier ist der Vulkan oder sowas. Ich muss irgendwie da so von unten. Okay, hier ist nämlich mein Zielort. Und dann laufe ich hier so entlang. Und dann hier oben rum. Und dann komme ich hier von oben. Hier heran an diesen Ort und kann halt da dann Sachen erkunden und so, ne? Okay, also ich muss das offenbar von oben machen. Von hier unten komme ich da noch gar nicht hin. Alles lächeln. Das wollte ich nur wissen. Okay, dann gehen wir da nach unten zum Zielort. Ich muss mich auch hier nicht arggründig umgucken in diesem Gebiet, weil hier waren wir ja schon und haben wir schon alles gemacht. Deswegen, das dürfte eigentlich passen. Ich habe mich ja auch schon mit Bissbark umgesehen. Deswegen, das ist, glaube ich, echt dann alles in Ordnung. So. Und hier unten sind sie im Weg. Ja, gehen wir kurz runter. Kann ich es einfach so machen hier? Oh. Mogel! Ah, sie gehen. Die seltsamen Bäume haben sich direkt zum Dome Royal aufgemacht oder so, ohne anzugreifen. Das hat sie bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy und ihrer Z-Kraft nass gemacht wurden. Jetzt sind sie jedenfalls weg und stehen nicht mehr jedem im Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da nimm. Nämlich ein Zauberwasser. Vielen Dank, was auch immer das macht. Wasserattacken verstärken oder sowas. Vielleicht sind die Mogelbaum ja zum Dome Royal aufgebrochen, um durch mehr Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du den Dome Royal? Das ist die Heimat des Battle Royal. Voll cool, oder? Ja, okay, das kann ich kaum aussprechen. Dome Royal. Das ist voll schwierig auszusprechen, finde ich. Und hier ist dann auch schon Route 6. Okay. Ich will mal kurz gucken. Nee, falsch. Bei Beutel will ich kurz gucken. Was denn das, wie hieß es, Zauberwasser, glaube ich, kann. Ich schätze mal eben Wasserattacken verstärken. Das hier ist ein. Wann habe ich denn ein Elixier gefunden eigentlich? Keine Ahnung. Füllt auf jeden Fall AP wieder auf. Na gut. hier Sommer. Nee. Nee, Moment. Hier. Ein Item zum Tragen, ein tränenförmiger Edelstein, der Attacken vom Typ Wasser verstärkt. Genau. Aber da ist der Zeckkristall bei Marikek besser aufgehoben, würde ich mal schätzen. Und deswegen lasse ich da den Zeckkristall auch. Das Aquium Z, dass ich das dann gleich mal austesten kann. Auf jeden Fall in einem Kampf. Oh, da ist schon ein Trainer in der Nähe. Okay, aber Route 6, der. Was für ein Ding? Der gerade Weg oder so. Was? Okay. Da ist einer. Hallo. Ist so witzig. In Alola gibt es nur einen einzigen wie mich. Man nennt mich Anthony, den Knirps. Okay. Es gibt nur einen einzigen. Ja, es gibt aber 1000 Knirpse. Nur so. Du bist zwar vielleicht der Einzige, der so heißt, aber. Naja, egal. Wurscht. Ja, zwei Pokémon auf jeden Fall. Der beginnt mit einem Magby, Magby oder sowas. Ah, okay. Magby, würde ich einfach mal sagen. Vorentwicklung von Magma. Oder hat es drei Entwicklungen sogar? Weiß ich gar nicht genau. Keine Ahnung. Ja, aber ist alles halbwegs neutral, außer halt Siedewasser natürlich. Ist Siedewasser jetzt besser?
Oder soll ich mal ein bisschen übertreiben und Marikek benutzen? Ich benutze mal kurz Marikek, dass wir auch mal. Ich wollte zwar eigentlich jetzt die anderen ein bisschen trainieren, aber ich bin neugierig. Ich will von Marikek unbedingt seine Z-Attacke sehen. Deswegen switche ich kurz. So. So, du benutzt Feuerwirbel, das ist in Ordnung. Ja, drei Schaden, das geht klar. Feuerwirbel, was heißt es jetzt? Keine Ahnung, darf ich angreifen? Schon, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, auf jeden Fall Z-Kraft. Super Wassertornado mit Siedewasser dann, weil es stärker ist. Und, was steht eigentlich dann hier? Okay, Stärke 160. Der Anwender kreiert mit Z-Kraft einen riesigen Wasserstrudel, der das Ziel verschluckt. Die Stärke variiert je nach zugrunde liegender Attacke. Genau, 160 Stärke jetzt dann gleich. Und ich habe auch noch Step natürlich drauf. Und es ist sehr effektiv gegen das Ding. Also, wenn du das überlebst, dann fresse ich 1000 Besen auf einmal. Hui, ist sehr stylisch. So, jetzt wird wieder richtig übertrieben, Leute. Marike kühlt sich in Z-Kraft. Und er nimmt all seine Kraft zusammen und setzt Super Wassertornado ein. Ja, genau. Übertreib. Habt ihr auch gesehen, wie schnell die KP auch gesunken sind? Das sah auch witzig aus. Ach ja. Okay. Sehr schön. So, dann kommt noch ein Mangunior. Ja, da wechsle ich jetzt dann wieder zu Krabax auf jeden Fall. So, zack. Und, ja. Okay. So, denn das dürfte jetzt Krabax auf jeden Fall ziemlich gut schaffen. Kann ich jetzt eigentlich noch eine weitere Z-Attacke einsetzen? Ich kann doch nur eine einzige pro Kampf einsetzen. Oder kann ich nur pro Pokémon nur eine einsetzen? Ne, im ganzen Kampf nur eine. Okay, alles klar. Das muss ich also dann immer gut überlegen. Ich nehme mal dann am besten einfach Durchbruch. Das heißt auch, dass es vielleicht gar nicht so klug ist, also zumindest für länger andauernde Kämpfe, ist es nicht so klug, wenn mehrere Pokémon von mir Z-Kristalle haben. Da reicht eigentlich einer fast aus. Weil ich eh nur eine einzige Z-Attacke machen kann. Naja, du musst voll gut sein, wenn du den einzigartigen Knirps aus Alola besiegen konntest. Ja, ja, du bist voll einzigartig und so. Bist ja überhaupt nicht wie jeder andere Knirps hier. So ungefähr. Naja, lassen wir ihnen dem glauben. Wenn ich so darüber nachdenke, gibt es dich ja auch nur einmal auf der Welt. Wow, das ist ziemlich cool. Ja, ich meine, so gesehen ist schon natürlich schon jeder ein Individuum. Das ist natürlich richtig. Aber dennoch, ich treffe tausende von dir. Und deswegen, ich sehe dich nicht als Individuum an. Aber ich bin schon böse. Naja, so auf jeden Fall wieder kurz bis Bark. So. War hier eigentlich was? Nein. Offenbar nicht. Okay. Gehen wir hier weiter. Ins hohe Gras hier in Route 6. Da ist wieder ein Trainer. Krabax ist aber immer noch vorne, deswegen das passt. Okay. Ich bin ein Züchter und ziehe Pokémon auf. Die Züchter haben ja meistens so Käferzeug. Und da bin ich ja auch gut. Eigentlich Quatsch, bin ich nicht gut. Eigentlich Quatsch ist ja genau andersrum. Verdammt. Käfer sind dagegen kampfgut. Ah, ne, sind sie nicht. Hä, was? Was hat er? Mogelbaum hat er. Okay, ist eh kein Käfer. Da bin ich jetzt blöd. Kampf ist gegen Käfer nicht sehr effektiv. Und Käfer ist gegen Kampf nicht sehr effektiv. Was ist das für ein Quatsch? Oder bin ich blöd? Nee, stimmt schon. Das ist interessant. Okay. Gibt's es sonst irgendwie mal? Also, Käfer und Kampf halten sich das sehr interessant. Beide sind gegeneinander nicht sehr effektiv. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ist das wirklich so? Schon irgendwie, ne? Hm, interessant, naja. Aber erstmal Mogelbaum. So. Und bei der Vorentwicklung von Mogelbaum Mobile, die haben wir ja schon mal bekämpft, da dachte ich ja, dass es einfach Pflanze wäre. Aber deswegen heißt das Ding vielleicht auch Mogelbaum, keine Ahnung, denn es ist gar kein Baum, es ist keine Pflanze, es ist glaube ich Gestein oder sowas. Und deswegen mache ich am besten Siedewasser, weil Kampf ist ja gegen Gestein auch schlecht. Nee, es ist gegen Gestein sehr effektiv, echt jetzt? Wieso das denn? Okay, dann mache ich Durchbruch. Alles klar. Warum ist denn Kampf gegen Gestein sehr effektiv? Keine Ahnung. Ist es auch, ja. Ja, der hält einiges aus. Aber das ist aber komisch, finde ich. Weil ich meine, wenn... Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf Gestein mit meiner Faust raufboxe, dann nimmt da meistens ich mehr Schmerzen als dann das Gestein. Irgendwie. Naja, ich meine, also manche von den Effektivitäten sind eh komisch. Ich muss schon zugeben, die allermeisten der Effektivitäten, was er ist ein Züchter, ist überleid, bla bla. Die allermeisten der Effektivitäten machen schon Sinn. Aber es gibt einige, die ich echt komisch finde, muss ich zugeben. Aber naja, egal. So, hast du noch sonst noch irgendwas Schlaues zu sagen? Ich bin ein Züchter und dir empfehle ich den Pokémon-Hort. Okay, ja, da war ich auch schon. Aber wie gesagt, das ganze Züchtzeug ist mir viel zu kompliziert und das mache ich nicht, deswegen das passt schon. Da bin ich jetzt zu fett dafür. Wo komme ich jetzt eigentlich hier hin? Warte mal kurz. Ich komme wieder zurück nach Ohalla, hier, wenn ich hier entlang gehe. Das ist interessant. Das will ich mir kurz angucken, wo ich da jetzt noch gleich rauskomme. Aber erstmal kämpfen wir hier noch gegen einen Pepek. Ja genau, ich sollte auch eh
Im hohen Gras hier ein bisschen suchen. Denn das ist ja wieder eine neue Route, wo ich eventuell wieder neue coole Pokémon finden kann. Ja, Peppek ist natürlich schlecht. Aber ich weiß nicht, bin ich schneller als Peppek? Keine Ahnung. Ich probiere einfach mal, ob ich mit den fulminanten Faustschlägen schnell. Also, wenn ich schneller bin, dann kann ich es, glaube ich, besiegen, weil es ja normal effektiv. Und ich bin schneller. Okay, ansonsten hätte es ein bisschen einen Aua machen können, weil der Flug eben gegen Kampf sehr effektiv ist, aber so passt ja eigentlich ganz gut. Okay. Dann wieder mal die fulminanten Faustschläge und Peppek darf dann auf jeden Fall abkratzen. Oder wir können es halt besiegen. Ne? Ihr wisst ja, wie gesagt, ich sage immer abkratzen oder sterben, obwohl die Pokémon natürlich eigentlich überleben und halt nur besiegt sind. Ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, reicht's aus? Ich hoffe doch. Kabam! Es reicht aus. Sehr schön. Wunderbar. Okay. So, und fast ein Level up auch für Grabox. Beim nächsten Mal wird es dann hoffentlich eins werden. So, wo komme ich jetzt hier raus? Jetzt bin ich hier. Ah, hier ist eine TM einfach, okay. Und zwar Schlafrede. Okay, das hat wahrscheinlich irgendwas mit Einschläfern zu tun oder sowas. Oder. Ah, ne, Quatsch, das ist, glaube ich, was anderes. Das ist, glaube ich, dass man auch, wenn man schläft, dass man dann auch irgendwie angreifen kann oder irgendwie sowas, oder? Der Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein, klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft, genau. Ja, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Ehrlich gesagt, da gibt es ja ein paar Kombos, die man dann machen kann. Es gibt ja Attacken, wie heißt die, Erholung oder sowas, wo man sich wieder voll heilen kann, aber dafür schläft man halt ein. Und da hat man halt auf einem Pokémon halt Erholung zum wieder aufheilen und dann halt noch diese Schlafrede da. Und da kann man eben halt auch während den 2, 3, 4 Runden, während man eigentlich schlafen würde, kann man halt dann halt auch irgendwelche Attacken einsetzen. Und das kann dann schon ganz gut sein, aber jetzt so für meinen normalen Playthrough hier, wo ich jetzt keine so Kombos machen will quasi mit den Attacken, da brauche ich jetzt Schlafrede dann eher weniger, würde ich mal schätzen. So, noch ein Peppek, das heißt aber nur Level 14. Hat das andere nicht mehr gehabt? Ich weiß genau. Ich setze mal jetzt normalen Durchbruch ein, weil es schneller geht. Vielleicht reicht er ja auch aus. Ich glaube es weniger. Obwohl, vielleicht sogar doch. Das reicht sogar aus. Okay, alles klar. Sehr schön. Haben wir uns da einiges an Zeit gespart. Das ist halt wirklich der einzige Nachteil, in Anführungszeichen, an den Z-Attacken, dass man die Animation nicht überspringen kann und die schon ein bisschen. Ach komm, laufe ich 2 Schritte. Und die schon ein bisschen dauern halt und das ein bisschen nervig sein kann, aber was will man machen? Naja. Und ein Magunio, okay. Aber hier findet man jetzt nicht so ganz spannende Pokémon irgendwie. Hier Peppek und Mangunio haben wir jetzt schon tausendfach gesehen, vor allem auch ganz am Anfang. Aber ist mir recht, weil dich kann ich sehr, sehr leicht töten. Mein liebes Mangu, also besiegen, ne, nicht töten, besiegen, ihr wisst, was ich meine. Naja. Sehr Geduld. Geduld ist doch. Geduld ist, glaube ich, auch fies irgendwie. Teilweise. Geduld ist doch so, wenn. Also wenn jetzt ein gegnerisches Pokémon Geduld einsetzt und ich hau auf das Ding drauf und es überlebt, dann darf es dann danach so eine mega starke Attacke machen, oder verwechsel ich das? Irgendwie so geht es, glaube ich, aber ich habe es eh besiegt, deswegen steht eh zur Debatte. Aber ich glaube, so irgendwie funktioniert Geduld. Also wenn ein gegnerisches Pokémon Geduld einsetzt und, oh, und ich hau dann auf das drauf und es überlebt, aber dann kann es danach irgendwie eine total starke Attacke machen oder irgendwie sowas. Pampre. Hey du da, ja, dich meine ich, würdest du mir kurz helfen? Hier drüben. Yo, 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 dreh uns nicht den Rücken zu. Ey, Mann, ist das nicht der von Mele Mele? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Hast du schon mal gesehen? Nee, die kenne ich nicht. Das ist krass gelogen, yo. Mein Name ist Hapu. Was für ein Ding, Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job. Würden nur nach Akala versetzt, weil uns der da auf Mele Mele abserviert hat. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Yo! Bestimmt, ja. Ach Gott, ey. Diese blöden Rüpel da, Rüpel A und Rüpel B, das sind solche Flachzangen, hey. Eines hat er nur, ja. Und was? Zubat wahrscheinlich, oder? Nee, ein Traumato sogar, okay. Okay, na gut. Obwohl, das hat beim letzten Mal auch schon. Oder hat man letztes Mal eins gehabt? Ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung. Psycho und Kampf ist auch irgendwie, ist irgendwas. Ja, da bin ich mal am Arsch, weil Psycho ist sehr effektiv gegen Kampf und Kampf ist nicht sehr effektiv gegen Psycho. Das ist natürlich doof, aber Unlicht ist es. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass eine Psycho-Attacke von dem ich umbringen kann. Deswegen, ich bleibe schon mal drin und mach mal Verfolgung einfach. Und wir schauen mal. Ich bin auch schneller. Ich glaube aber nicht, dass es ausreicht sogar. Oder doch? Nein. Und Aussetzer, was ist das? Okay, also ich darf jetzt nicht nochmal Unlicht einsetzen, ist das, ne? Oder? Ja. Pff.
Warum machst du Aussetzer? Hast du keine Psycho-Attacke, du Idiot? Naja, soll mir recht sein. Dann noch, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach nochmal auf Verfolgung gehe? Verschwende ich dann meine Runde? Oder wie? Ich teste mal jetzt sicherheitshalber nicht. Ich nehme einfach mal Siedewasser. Weil das dürfte dann auch ausreichen. Was? So schwach? Ach komm, ey. Und jetzt vergiftet der mich auch noch. Oh Mann, ey. Wie nervig. Okay. Ja, gut, ich meine, das Problem an Zielwasser ist halt, dass das ja speziell ist. Und Grabox hat einen sehr schlechten speziellen Angriff. Ja, genau. Na gut, dann jetzt aber nochmal Zielwasser und dann war es jetzt aber für dich. Okay. So, hei, hei, hei. Hab mir jetzt auch ein bisschen Probleme gemacht, das Traumato da, aber geht schon. Und jetzt habe ich, ja, Volltreffer wäre gerade eben besser gewesen. Aber na gut. Ich werde übrigens mal kurz dieses Pflegen da machen. Das habt ihr mir auch schon geschrieben, dass ich das häufiger mal machen soll vielleicht. Ich werde es mal einmal kurz machen. Aber ich werde es danach aber, glaube ich, nicht mehr benutzen, weil ich das nicht unbedingt machen will. Ich bin fix und fertig, Bro. Damit kann man halt eben auch nach einem Kampf seinem Pokémon wieder von Status-Problemen halt wieder helfen. Und das ist halt ganz schön, weil jetzt halt gerade vergiftet, aber ich kann jetzt halt eben hier ihn bürsten oder sowas. Was ist das? Medizin, heilt Status-Probleme. Ja, genau. Kennt das Pokémon? Wischt Schmutz weg, entfernt Sand. Trocknet nasse Pokémon. Nee, ich will hier Statusprobleme heilen. Hat sich, muss ich da, was muss ich denn machen? Hier so? Okay, reiben muss ich. Oder? Mach ich's richtig? Hallo? Ja, okay, es ist aber weniger geworden. Seh, okay, es ist weniger geworden. Die Giftwölkchen, die da aufsteigen. Okay, jetzt hat's geklappt. Alles klar. Yay! Und es gibt mir eben Herzen. Ja, okay. Und das ist eben genau das Problem, auch warum ich das nicht unbedingt machen will, dieses Pflegen. Denn wenn. Ja, mal wieder weg hier. Denn wenn ich eben mich hier immer mit meinem Pokémon hier beschäftige und halt auch Statusprobleme heile und halt sonst. Ja. Und sonst ihre Probleme löse, sie halt putze und wasche und so weiter und so fort. Wenn ich das halt immer wieder mache, dann wird eben ihr Vertrauen oder ihre Freundschaft zu mir steigen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann gibt es halt eben immer solche Bonuseffekte im Kampf. Dann wird es häufiger mal passieren, dass ich dann ausweiche damit oder dass es dann einen Volltreffer raus hat. Viel häufiger als normalerweise. Und das macht es dann viel zu einfach, finde ich. Und deswegen will ich das einfach sein lassen. Ich habe es mal gezeigt, dass man damit eben auch Statusprobleme dann sehr einfach lösen kann und eben halt kein Gegengift verwenden muss oder sowas. Aber ich will das nicht machen, weil es dann zu einfach ist, weil dann meine Pokémon ständig solche Bonuseffekte haben. Und das will ich nicht, weil es das zu einfach macht. Deswegen, ne? Das ist mein Statement dazu. So, wenn immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Triff! Pampere! Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Wow, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo! Kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst. Merk dir gefälligst endlich, wer er ist. Beim nächsten Mal werde ich wieder antworten, dass ich sie nicht kenne. Findest du allein nach Hause? Triff! Ich bin froh, dass es seinen Weg alleine findet. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Benny? Ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Pampros! Ach ja, Benny, du sollst dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Das ist auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso. Okay. Ja, Battle Royale, das wurde auch schon mal vorgestellt. Das ist hier so online-mäßig. Da kämpft man. Es ist eigentlich eine ganz witzige Idee. Ich glaube, da kämpft man. Da kämpfen vier Leute gegeneinander. Und man hat halt die völlig freie Wahl, wen von den drei Gegnern man jetzt angreifen will. Oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, nur so halb. Das wäre vielleicht auch mal dann in einem Bonus-Part mal irgendwann zeigen, aber vor der Story glaube ich nicht mehr, erst nach der Story werde ich das mal noch alles dann irgendwie zeigen. Aber ich will jetzt erstmal die Story halt schön am Stück machen und nicht irgendwie durch Online-Gedöns dazwischen hauen. So, Hanafarm ist da oben und Avenue Royale ist da rechts. Das kann man alles nicht aussprechen, hey, ist echt schlimm. Ich bin da so blöd dafür. So, hier unten geht's dann einfach weiter. Was ist jetzt hier? Tisfetrainer. Die Pokémon, die du bei dir hast, werden zutraulicher, wenn du mit ihnen herumläufst. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie genügend Zutrauen zu ihrem Trainer gefasst haben. Ah, okay. Wenn ich sie einfach mit mir rumtrage, dann kann ich ja zu ihr, ja, wie heißt es? Ding sie? Zutraut, ja, kann ich sie halt machen. Genau, ihr Zutrauen, ja. Das ist ja auch, die Methode, wie sich Manfaxo entwickelt. Also, das weiß ich immer noch nicht. Der Part ist immer noch nicht hochgeladen, wo ich das Manfaxo bekomme. Das war ja vor vier Parts oder sowas. Glaube ich.
Und das weiß ich immer noch nicht, was ich mir da, oder vor drei Parts oder sowas, was ich mir da geschrieben habe, was ich da machen soll, um es zutraulicher zu machen. Und ich kann es einfach mit mir herumtragen, dann wird es auch zutraulicher. Dann sollte ich das vielleicht machen, aber ich will jetzt erstmal noch mein Ei ausbrüten, weil das habe ich auch noch dabei. Sobald aber das Ei ausgebrütet ist, ich weiß immer noch nicht, was da auch drin ist übrigens, keine Ahnung. Sobald das Ei ausgebrütet ist, dann werde ich meinen Fax-Server ins Team nehmen, ich denke schon. So, jetzt bin ich hier beim Battle Royale, ich soll hier sogar auch hin. Ist es doch was Story-mäßiges? Ich dachte, es wäre nur so Online-Zeug. Naja. Der Battle Royale. Damit armen Trainer heutzutage den Kampf der vier Schutzpatrone um den Rang des stärksten Pokémon der vier Inseln Alolas nach. Aber erstmal will ich kurz ins Pokémon Center gehen. Ganz gerne. So. Hallöchen. Ich schicke immer Pokémon mit hohem Angriff in den Kampf und schmetter meine Gegner eine starke Attacke nach der anderen um die Ohren. Aber wenn er dann Schutzschild einsetzt, gehen all meine schönen Attacken daneben. Naja, aber bringt ja dem Gegner meistens auch nicht so viel, wenn er Schutzschild einsetzt, außer er hat irgendeinen fiesen Plan. Das Schnäppchenparadies macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Aber es wird schon seine Gründe haben, warum das Zeug, das sie dort verkaufen, so günstig ist. Das Schnäppchenparadies? Okay. Ja, erstmal, bevor ich es vergesse, am besten kurz heilen. So, japp. Achso, ich habe ja eh noch einen Platz frei einfach. Achso, ja gut. Da will ich mal, glaube ich, echt kurz beim Fax so einfach schnell mitnehmen und rumtragen. Weil allein dadurch dann eben er schon zutraulicher wird. So. Da ist es. Ja genau, ich habe keinen Platz frei. Weil das Ei kann einfach nicht geheilt werden. Aber ich hab doch einen Platz frei. Weil ich habe ja hier noch Frobel drin. Oder Frubi. Und das möchte ich, glaube ich, einfach weggeben. Würde ich sagen, weil das werde ich eh nicht benutzen. Also erstmal gesehen auf jeden Fall. Und ja, wir haben schon einige Pokémon hier auf jeden Fall gefangen, oder? Finde ich ganz cool. Aber dann werde ich dann doch mal Faxo hier ins Team packen und einfach mit mir herumtragen. Und allein dadurch mache ich schon zutraulich. Ja, vielleicht kann ich ja bei meinem Faxo dieses komische Pflegegedöns machen. Weil dadurch wird es ja dann auch zutraulich oder sowas. Das kann ich vielleicht machen, weil ich meine, ich werde mal Faxo oder Relaxo dann eh nicht benutzen. Ich will es nur einmal zeigen, wie die Attacke von ihm aussieht dann. Das kann ich vielleicht machen. Muss ich mir noch überlegen. Sollte ich weiter an den Stärken meiner Pokémon feilen? Oder sollte ich sie besser rundum trainieren, damit sie gegen jeden Gegner gewappnet sind? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Huch, das Pokémon, das ich per Linktausch erhalten habe, hat sich durch den Tausch entwickelt. Ja, da gibt es wirklich einige von denen. Kümmere dich gut um mein Pokémon. Durch den Tausch lässt es sich leichter trainieren. So, was habt ihr jetzt alles? Habt ihr neue Sachen im Sortiment? Oder wieder nicht? TMs, okay, TMs hast du aber. Hagelsturm, Sonnentag, Regentanz und Zahnsturm, die ganzen Wetterdinger. 50.000 kosten die? What? Okay. Das ist ja fies. Ja, aber ist eh noch nicht so sinnvoll, außer vielleicht Regentanz für Marikek oder sowas. Aber die bringen mir eh alle tatsächlich gar nicht so viel, muss ich zugeben. Diese Wetterdinger hier. Und das ist gar nicht so schlimm, dass ich mir da keins kaufen kann. Das passt schon. Ich meine, ich könnte mir schon eins kaufen. Weil ich habe ja, ich kann mal ein paar Sachen jetzt verkaufen. Ich habe immer noch so viele Sachen, die ich verkaufen kann, die auch viel Geld geben. Die ich aber natürlich auch finden muss. Nicht über den Items sind die wahrscheinlich einfach. Ne, geringer Wert warst du nur. Aber ich kann noch ein paar von den Sachen hier verkaufen. Oder? Noch? Warte mal kurz, ich will mal kurz gucken. Moment, Moment, Moment. Oder doch nicht? Das ist woanders. Das ist bei Medizin. Aber ich habe doch noch so ein paar Sachen gefunden, die man für relativ viel Geld verkaufen kann, oder nicht? Ich weiß nicht. War das hier bei Medizin? Ne, glaube ich aber nicht. Ne, warum soll es bei Medizin sein? Nee. Ich bin gerade zu blöd, das zu finden, was ich meine. Aber ich dachte, ich hätte noch ein paar Sachen, die ich verkaufen könnte, irgendwie. Ich meine, ich kann natürlich trotzdem einfach irgendwelche Sachen verkaufen. Ich könnte zum Beispiel doch, ja gut, es ist geringer Wert, aber dennoch 1500. Ich könnte schon ein paar Sachen verkaufen und mir eine so Wetterattacke da holen, aber brauche ich nicht, deswegen, das ist schon in Ordnung. Okay, ja. Nein, pass. So, hast du neue Sachen im Sortiment? Vielleicht? Oh, hallo? Oh, werter Kunde, dieser glänzende Zerkristall, das ist offenbar Tracys Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das Warns Warnsortiment hat sich erweitert. Cool. Okay, vielen Dank. Dann sag mal hier. Pokéball, Superball, Trank, Super. Ich glaube, Superbälle gab es davor noch gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht genau. Dann Beleber gibt es auch schon zu kaufen. Okay, schön. Aber ich habe eh schon 11 von denen, deswegen das passt. Gegengift, dann Parahylla hier. Das kennen wir alle schon. Honig. Der Duft dieses Honigs lockt wilde Pokémon an. Verwende ihn in hohen Gras, Höhlen oder an anderen Orten. Okay, kann ich leichter wilde Pokémon finden? Aber ich meine, ich kann doch eh schon relativ leicht welche finden, oder? Ich meine, ich laufe einfach in den Kreis im hohen Gras und habe ich auch eins gefunden. Was bringt mir da jetzt der Honig? Keine Ahnung. Ich kaufe mal keinen. weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Ich lass mal. Okay, nee, passt. Okay. So, mit allen geredet. Und dann gehen wir gleich wieder raus. Und ich würde mal sagen, dass wir uns den hier Battle Royale dann erst beim nächsten Mal etwas gründlicher angucken.
Es sieht aber ziemlich cool aus hier, diese Stadt, wenn man das so nennen kann. Jetzt, warte mal, ich muss noch kurz mal auf die Karte gucken. Kann ich jetzt hier nach rechts eigentlich gehen? Komme ich dann zum Vulkan? Ich komme hier zum Vulkan, ach so. Ich dachte, das. Was ist denn da unten noch? Da komme ich zu so einer Straße. Kann ich da. Hä, da kann ich dann im Kreis laufen, oder wie? Wo komme ich denn da unten noch hin? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, das ist immer noch Route 6, ja. Und was ist dann hier alles? Das Hano Hano Resort, okay. Ah, hier ist das Resort da. Oh Gott, das ist ja noch mega. Was ist denn hier noch alles? Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wo ich jetzt hingehen soll als nächstes. Jetzt hier unten oder dann doch hier zu meinem Zielort? Also eigentlich mache ich es in meinen Videospielen gerne so, dass ich zuerst den falschen Weg immer entlang gehe und erst am Ende den richtigen. Deswegen, ich würde eigentlich fast gerne beim nächsten Mal noch diesen Weg hier unten erkunden, also halt noch die Route 6 zu Ende. Und dann eben gucken, ob ich hier noch was machen kann. Und dann hier, ob ich beim Resort schon was anstellen kann, ob das ja später geht. Wahrscheinlich ist dann da irgendwas im Weg, ein Relaxo oder so ist im Weg ist. Und ich muss eine Flöte finden oder sowas, keine Ahnung. Aber das will ich vielleicht sogar beim nächsten Mal erstmal machen. Ja, werden wir schon noch sehen. Okay. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Pokémon Mond. Beim nächsten Mal wird es dann eben hier weitergehen. Entweder beim Battle Royale oder halt noch mit Route 6 weiter. Muss ich mir dann noch überlegen, was wir da genau machen werden. Vielleicht sogar wirklich erst Route 6 muss ich dann noch gucken. Ah, ich speichere übrigens lieber außerhalb des Pokémon Center. Das will ich auch mal übrigens kurz als Tipp mitgeben. Ich würde euch nicht empfehlen. Was sagst eigentlich du? Gut, siehst du aus, vielen Dank. Du auch. Ich würde euch nicht empfehlen, innerhalb von Pokémon Centern zu speichern, weil da gibt es so einen Bug irgendwie, der da gerade herumfleucht. Wenn man eben in Pokémon Centern speichert, kann es eventuell sein, dass dann halt alles im Arsch ist und man mal von vorne anfangen muss, weil dann die Speicherdatei halt nicht mehr funktioniert. Und deswegen das am besten nicht machen, bis da mal ein Patch kommt oder sowas. Am besten immer außerhalb von Pokémon Centern speichern, dann seid ihr da auf der richtigen Seite, wollte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.